Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Seien drei natürliche Zahlen x, y und z, so dass y das Doppelte von x ist und z das Dreifache von y ist. Frage, welchen Wert hat z, wenn die Summe dieser drei Zahlen 189 beträgt? Die erste Zahl heißt x, die zweite Zahl y ist das Doppelte von x und die dritte Zahl z ist das Dreifache von y, also das Sechsfache von x. Wir wissen, dass die Summe der drei Zahlen x, y und z 189 beträgt. Hier können wir y durch 2x ersetzen und z durch 6x ersetzen. Somit ergibt diese Gleichung diese. Daraus schließen wir, dass 9x 189 sein muss. Also ist x 189 Neuntel, so, das heißt 21. Und da x 21 ist, können wir jetzt den Wert von z herausfinden, da z ja das Sechsfache von x ist. 6 mal diese 21, das macht 126. Und somit ist die Antwort auf die gestellte Frage 126. Wir werden die nächste Frage der Mathematik-Olympiade im nächsten Tutorial beantworten.